Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie in etwa der Arbeitsablauf ist, wenn man Oberflächenapplikationen mit WPF erstellt. Und wir werden uns in diesem Video mal anschauen, was kann ich denn eigentlich für Elemente in meiner Ansicht unterbringen. Und ganz im Allgemeinen, alles was ich hier in einem Fenster visuell aufbauen kann in WPF, das bezeichnet man, oder werde ich als Element ganz allgemein bezeichnen, als WPF-Element. Also wenn wir hier das Fenster sehen, das ist ein Element, wenn wir das Stackpanel sehen, das ist ein Element und hier haben wir eben einen Button und einen Textblock, das sind auch jeweils zwei, oder das sind jeweils Elemente und der Punkt ist eben, dass alle diese Elemente sich selber zeichnen können. Und wir werden später noch etwas genauer auf den Renderprozess in WPF eingehen, wie der abläuft. So viel ist aber zu sagen, dass eben das Fenster weiß, was es zeichnen soll. Und das Fenster sieht eben, okay, ich habe ein Kind. Das ist eben dieses Stackpanel. Wenn ich gezeichnet werde, kann ich sozusagen dann ihm weitergeben, dass er sich auch zeichnen soll. Und das Stackpanel hat wiederum andere Elemente. Wenn das gezeichnet wird, dann kommt eben auch der Button und der Textblock dann zum Zug. Genau. Alle WPF-Elemente kann man letztendlich in vier große Kategorien einteilen. Und diese Kategorien gehen wir jetzt einfach mal durch. WPF ist ein sehr umfangreiches Framework, das heißt, ich werde hier nicht auf alle Details eingehen. Schon gar nicht zu jedem Klassenmember, das, was weiß ich, auf dem Button existiert. Ich werde die wichtigsten erwähnen, mit denen man in der Regel arbeitet, aber wirklich einen fundamentalen Einstieg in WPF zu bieten, das wäre hier rahmensprengend. Und deswegen verweise ich immer wieder auf die MSDN. Das heißt, wenn Sie Fragen zum Button haben, dann drücken Sie F1 und dann kommt eben hier Ihr Browser mit der MSDN. Hoffentlich bald. Oder auch nicht. Während er lädt, können wir schon, jetzt kommt er. Aber er braucht noch ein bisschen. Auf jeden Fall sehen Sie hier dann eben, wie diese Klasse aussieht. Also das sollte ich vielleicht auch nochmal wirklich erwähnen. Alles, was wir hier an Elementen erstellen, das sind eigentlich Klassen, die eben mit WPF mit ausgeliefert werden. Also das heißt, es gibt eine Button-Klasse, es gibt eine Textblock-Klasse, hier eine Stackpanel-Klasse und unser Main-Window, das ist eben ein für uns spezifisches Fenster, das haben wir auch von der Window-Klasse letztendlich aus WPF abgeleitet. Und die sieht dann eben so aus, wenn wir uns das mal genau anschauen. Nichtsdestotrotz, das hier ist die Button-Klasse. Wir sehen, die Button-Klasse leitet von sehr vielen anderen Basisklassen ab. Direkt und indirekt natürlich. Und selbst hier ist nicht viel definiert. Also das ist noch okay, aber wenn man sich dann mal eine Basisklasse wie Control anschaut. Oder eben Framework-Element oder UI-Element. Meine Internetverbindung ist leider gerade sehr langsam, weil ich nebenbei noch ein vorheriges Video hochlade. Deswegen wird es wahrscheinlich etwas länger dauern. Nichtsdestotrotz, Window leitet auch von Content Control ab. Das heißt, wir können hier mal auf Control gucken und wir sehen, hier sind doch einige Member drin. Wenn wir dann auf Framework Element gehen, sind hier noch mehr Members drin. Also WPF ist ein Framework, das sehr stark auf Vererbung setzt. Und es sind eben sehr, sehr viele Members pro Klasse verfügbar letztendlich, die man einsetzt. Okay, nichtsdestotrotz zurück zum eigentlichen Thema. Wir werden jetzt eben zuerst die sogenannten visuellen Elemente durchgehen. Visuelle Elemente sind im Prinzip Elemente, die der Nutzer sehen kann, die er aber selbst nicht manipuliert. Wenn wir ins Skript schauen, dann habe ich hier eben diese visuellen Elemente, hier die Border Image Pop-Up Textblock rausgegriffen und die schauen wir uns mal kurz an. Wir beginnen mit der Border, oder ich weiß nicht, wie man es ordentlich auf Deutsch übersetzt, den Rahmen vielleicht. Ich gebe jetzt mal einfach hier diesem Stack Panel diesen Rahmen. Also Border hat ein
Element oder Border ist ein Element, was eben einen Rahmen gibt. Und Border hat eine Eigenschaft, die heißt Border.child. Und innerhalb dieser Border-Child-Eigenschaft ist eben genau das Kind, was innerhalb dieses Rahmens liegen soll, angezeigt. Border-Child, das kann man vielleicht auch noch mal kurz sehen, wenn wir uns diese Klasse anschauen. Ist die Frage, kommen wir da hin? Go to definition. Oh, schade. Das wird jetzt nicht gehen. Go to declaration. Das funktioniert auch nicht, leider. Schade. Anyway. Dieses Border-Element. Ich komme wahrscheinlich hin, wenn ich hier schnell Border angebe. Dann F12 drücke. Dieses Border-Element ist eben von Decorator abgeleitet und hier sehen wir eben das Child, was wir hier setzen können. Und wir haben hier ein Attribut Content Property stehen. Und überall, wo Sie Content Property sehen, können Sie sozusagen hier in XAML dann einfach diese Angabe weglassen. Was macht diese Angabe hier? Das würde sozusagen setzen, ich erstelle hier eine Border. Und die Child-Eigenschaft dieser Klasse, die soll eben mit diesem Stack-Panel gefüllt werden. So, und der Punkt ist eben, da hier bei Decorator, dieser Basisklasse für Border, die Child-Eigenschaft mit diesem Content-Property hier ausgewählt wurde, können wir hier einfach diese Angabe weglassen. Das heißt einfach, dass das Stack-Panel automatisch zur Child-Eigenschaft von Border hinzugefügt wird und dann wird sozusagen dieses Stack-Panel hier als Kind-Element dieses Rahmens eben dargestellt. Ja, jetzt sehen wir die Border hier im Designer noch nicht wirklich. Was man normalerweise setzt, ist der Background. Das heißt, wir könnten den mal auf Silver setzen. Dann sehen wir eben, dass dieser Background hier mit drin ist. Wir können hier auch mal das Vertical und Horizontal Alignment noch mit hochziehen. Dann sehen wir es etwas besser. Wir können auch Padding einschalten. Das heißt, das ist der Abstand zu den Kind-Elementen oder dem Kind-Element. Wir haben ja bloß das eine Stack-Panel hier. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, dass ich ein Padding von 5 will. Das heißt, wenn wir uns die Border hier oben jetzt etwas genauer anschauen, dann ist dieses graue Element eben die Border. Und hier innen drin liegt dann das Stack-Panel. Hier ist der Button und hier ist der Textblock. Was wir auch machen können, wir können einen Corner Radius festlegen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel 10 Grad nehme, dann wird eben hier die Ecke der Border so abgeflacht. Und was man üblicherweise auch noch machen kann, ist einen sogenannten Border Brush festlegen. Da könnten wir zum Beispiel ein helles, nehmen wir ein helles Grau, mal gucken, ob das irgendwie aussaugt. Und dann muss man natürlich auch die Border Thickness setzen. Hier beispielsweise auf 1. Ja, man sieht es schlecht. Ich glaube, ich mache es mal offensichtlich. Es schaut zwar blöd aus, aber ich lasse das jetzt mal auf schwarz. Und wir sehen hier eben dann, dass um dieses Border-Element auch noch ein Rand gezeichnet wird in schwarz. Und der setzt sich natürlich auch beim Corner-Radius richtig fort. Also den können wir eben beliebig dick machen. Und das ist ein Double-Wert. Wir können hier auch 0,5 angeben, wenn wir das möchten. Oder 0,7. Das ist das, was man üblicherweise mit einer Border macht. Also man gibt sozusagen bestimmten Inhalt einen gewissen Rahmen. Dann kommen wir zum Image-Element. Das können wir eigentlich mal spaßeshalber noch mit hier reinsetzen. Das Image ist auch eben ein Element, was der Nutzer zwar sieht, aber so richtig mit anfangen kann er im Normalfall nichts. Idealerweise haben Sie die Bilder, die Sie in einem Image referenzieren wollen, mit in ihr Projekt eingefügt. Genau das werde ich jetzt hier auch machen. Ich werde hier ein Add machen mit existing item
Und ich schaue mir hier eben mal alle Files an. Ich habe mir hier ein Visual Studio Bild mit eingebaut. Und ich setze hier eben die Quelle jetzt auf Visual Studio PNG. Und wir sehen, das ist noch ziemlich groß. Dann können wir hier einen Fit All machen. Wir können hier aber natürlich auch die Breite wiederum anpassen. Und dann sehen wir, dass das ein bisschen besser ausschaut. Und dieses Image ist jetzt eben Teil dieser Border mit. Das heißt, wenn ich hier den Background ändere, beispielsweise zu Light Blue, sehen wir hier, dass das furchtbar aussieht, diese Farbkombination. Aber dieses PNG hat einen Alpha-Kanal, sodass eben hier der Hintergrund hinter diesem Visual Studio Logo durchsichtig ist und dadurch eben die Border noch sichtbar ist. Das ist das Image-Element. Häufig benutzt man eben Source. Mit Width und Height kann man eben dann die Höhe bzw. Breite des Images festlegen. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man beim Image nutzt. Den Textblock haben wir auch schon kennengelernt. Wichtigste Eigenschaft des Textblock ist eigentlich die Texteigenschaft. Auch hier haben wir natürlich die Eigenschaften Width, Margin, Height und so weiter. Also wir können definieren, wie groß ist das Ding. Es gibt dann natürlich auch noch die Eigenschaften Font Family. Das heißt, hier können wir festlegen, welche Font Family. Mir fällt jetzt gerade die deutsche Übersetzung für Font nicht ein. Das ist die Schriftart. Schriftart. Können wir hier eben über Font Family festlegen. Und wir haben natürlich auch Font Size im Angebot. Das heißt, hierüber können wir sagen, wie groß diese Schriftart denn sein soll. Und ich habe jetzt hier eben etwas größer gemacht. Im Skript selbst habe ich auch noch das Pop-up mit erwähnt. Das braucht man eher bloß bei fortgeschrittenen Sachen. Darüber kann man eben sagen, wir möchten hier eben ein Pop-up-Fenster über unser aktuelles Fenster legen und ja, mein Gott, man kann es ja mal schnell einbauen. Dass wir hier ein Pop-up machen und dem geben wir einen Namen. Das nennen wir einfach auch Pop-up und wir setzen hier eben meinetwegen eine Border rein mit der Höhe 100 und der Breite mit der Höhe 100, wir setzen den Background eben auf Silver und setzen hier noch einen Textblock rein. Hallo aus dem Pop-up. Und hier können wir dann natürlich auch die Font Size auf, was weiß ich, 14 setzen und die Font Family wiederum auf Go UI Light beispielsweise. Ich sehe schon, das reicht gar nicht. Dann machen wir mal hier 200. Und das reichen wahrscheinlich 50. Und wir können das Ding noch zentral ausrichten. So, und wenn ich hier eben diesen Händler hier aktiviere, wenn ich unseren Button drücke, was noch aus dem vorherigen Video ist, dann könnte ich jetzt sagen, dass ich mein Pop-up, die wichtigste Eigenschaft ist hier ist eigentlich ist Open, dass ich das einfach hier noch invertiere. Also ich mache es quasi durch Button drücken auf und zu. Dann gucken wir uns das nochmal an, wie das hier jetzt aussieht. Wenn ich hier eben Klick mich mache, dann geht das Pop-up hier unten auf und wenn ich es wieder zumache, dann und so weiter. Also das bezeichnet man als Pop-up. Okay, das waren die visuellen Elemente. Wir werden uns dann im nächsten Video mit Controls beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.